Donnerstag, 20.56 Uhr, Arlington Way, London. Nein, ich kann sie doch nicht. Aber sie ist weg. Ihr habt sie geholt. Sie. Ted Summers versagten die Beine. Er war am Ende seiner Kräfte. Wie ein Betrunkener stolperte der 28-Jährige vornüber und blieb verkrümmt auf dem nassen, verdreckten Bürgersteig liegen. Doch er durfte nicht aufgeben. Du musst von hier weg, hämmerte eine Stimme in seinem Kopf. Weg, weit weg. Langsam raffte sich der völlig erschöpfte Mann wieder auf und stützte sich keuchend an der mit Graffiti überzogenen Hauswand ab. Ich darf nicht schlapp machen. Ich darf nicht. Ich darf nicht stehen bleiben. Ja, wen haben wir denn da? Oh Mann, der ist ja völlig fertig. Bitte lassen Sie mich gehen. Keine Sorge, das werden wir. Aber erst morgen früh. Wenn Sie wieder nüchtern sind. Ich bin nicht betrunken. Natürlich nicht. Sie begreifen nicht. Sie ist weg. Doch, doch. Ich verstehe schon. Sie ist weg und daraufhin haben Sie sich einen hinter die Binde gekippt. Nein. Keinen Schluck habe ich getrunken. Du, nach Alkohol riecht er wirklich nicht. So glauben Sie mir doch. Es wird uns holen. Meine Freundin hat es doch auch schon geholt. Wer hat Ihre Freundin geholt? Es kam aus der Leinwand. Und hat sie mitgenommen. Und nun ist das auch hinter mir her. Was ist hinter Ihnen her? Das schwarze Skelett. Es hat sie geholt. Es hat sie geholt. Frag mal bei der Zentrale nach, ob heute Nacht jemand aus einer Anstalt ausgebrochen ist. Ja, mach ich. Doch die Nervenkliniken Londons hatten keine Ausbrüche gemeldet. So brachten die beiden Polizisten Ted Summers in das 38. Revier, entnahmen ihm eine Blutprobe und steckten ihn in eine Ausnüchterungszelle. Das Ergebnis des Labors war negativ. Ted hatte weder Alkohol noch andere Drogen zu sich genommen. Am nächsten Tag wurde er von einem Arzt untersucht, der ihm eine gute körperliche Verfassung attestierte. Aber Ted redete immer wieder von dem schwarzen Skelett und wehrte sich mit aller Macht dagegen, entlassen zu werden. Verunsichert, was sie mit dem Mann nun anstellen sollten, fragten die Beamten am nächsten Abend bei Scotland Yard nach. Zu spät, wie sich bald herausstellen sollte. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Freitag, 18.56 Uhr, im Apartment von Oberinspektor John Sinclair. Ach, Wochenende. Ich bin nicht da. Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter von John Sinclair. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Nach dem Signalton. Na also, dann war es auch nicht wichtig. John, bist du da? Zuko, komm rein, die Tür ist offen. Wo steckst du? Hier, im Wohnzimmer. Hey, Alter. Hol dir ein Bier, gleich fängt Fußball an. John, ich habe jemanden mitgebracht. Was? Meine Freundin. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Doch, sie wollte dich unbedingt kennenlernen. Komm rein, Liebling. Zuko, nicht. Sieh dir mal die Wohnung an. Guten Abend. Oh, guten Abend. Ciao. Das ist John Sinclair. John,
Das ist Chao. Nett, Sie kennenzulernen. Mir blieb die Spucke weg. Die Frau, die soeben mein seit 2 Wochen nicht mehr aufgeräumtes Wohnzimmer betreten hatte, sah einfach umwerfend aus. Sie hatte ein fein geschnittenes Gesicht und ihre warmherzigen großen Mandelaugen, gepaart mit dem hellen Teint und den geschickt hochgesteckten schwarzen Haaren, verliehen ihr eine sehr dezente asiatische Erotik, wobei ihr enges Kleid die Konturen ihres wohlgeformten Körpers unterstrich. Sie streckte mir die Hand mit einem so herzlichen Lächeln entgegen, dass ich den Eindruck hatte, wir würden uns schon jahrelang kennen. Zuko hat mir schon viel von Ihnen erzählt, Mr. Sinclair. Bitte nennen Sie mich John und entschuldigen Sie die Unordnung hier. Ich war in letzter Zeit ziemlich oft auf Achse und... Nicht doch. Bei Zuko sieht's doch ständig so aus. Da bin ich aber beruhigt. Setzt euch. Was möchtet ihr trinken? Nichts. Wir sind eigentlich nur kurz vorbeigekommen, um dich einzuladen. Mich einzuladen? Wohin denn? Erst ins Kino und dann in ein wirklich ausgezeichnetes Restaurant in Chinatown. Hey, das volle Programm. Was läuft denn? Blutige Nächte. Ein Horrorfilm? Chao steht auf Horrorfilme. Hör auf, Zuko. Von mir aus können wir auch was anderes sehen. Nein, nein, wenn Sie möchten, gehe ich gerne mit. Das wird für uns mit Sicherheit ganz spaßig. Mein Reden. Wo läuft der Streifen? Im Odeon. Ah, im Leicester Square. Genau. Dann muss das Ding ja ein ziemlicher Blockbuster sein. Ist jedenfalls seit 2 Wochen ausverkauft. Das Odeon zeigt ihn exklusiv. Dann sollten wir früh genug da sein. Sollen wir uns in 1 Stunde vorm Eingang treffen? Abgemacht. Dann bis nachher. Du kannst ja inzwischen hier ein bisschen aufräumen. Pass bloß auf. Bis später, John. Bis später, Chao. Puh, was für ein Glück, dass Sie das Schlafzimmer nicht gesehen haben. Oh Mann, Leute, ich hab Wochenende. Ja? Mr. Sinclair? Am Apparat. Sergeant Welcott, Revier Finsbury. Entschuldigen Sie die Störung, aber Ihr Vorgesetzter, Superintendent Powell, hat mich an Sie verwiesen. Wie könnte es auch anders sein? Wie bitte? Ach, nichts. Wie kann ich Ihnen helfen? Tja, also, wir haben hier einen Mann aufgegabelt, der partout nicht aus der Haft entlassen werden will. Und warum nicht? Er hat Angst vor irgendeinem Monster, das hinter ihm her sein soll. Was für ein Monster? Nun, der Mann sagt, es sei ein großes, schwarzes Skelett. Sergeant, in spätestens 1/2 Stunde bin ich bei Ihnen. Und lassen Sie den Mann nicht aus den Augen, verstanden? Verstanden, Sir. Ich war wie elektrisiert. Ein großes, schwarzes Skelett. Diese Bezeichnung traf genau auf meinen Erzfeind zu, den schwarzen Tod. Er war einer der mächtigsten Dämonen überhaupt. Wo er auftauchte, regierten Terror, Chaos und Gewalt. Ich hatte ihm in den vergangenen Monaten einige empfindliche Niederlagen beigebracht und mir war klar, dass er nun auf Rache aus war. Als ich keine 5 Minuten später in meinem Bentley saß und Richtung Finsbury fuhr, stieg in mir ein ungutes Gefühl auf. Und ich wollte mir nicht eingestehen, dass es Angst war. Freitag, 20.22 Uhr, Leicester Square, London. Also der Pünktlichste scheint John ja nicht zu sein. Komisch. Das ist eigentlich gar nicht seine Art. Sieh mal! Und die Schlange geht jetzt schon bis zu Cranbourne Street. Dann stellen wir uns jetzt auch an. Sonst ist die Vorstellung noch ausverkauft. Was ist das? Moment. Oh, eine SMS von John. Und was schreibt er? Sorry, Powell ist schuld. Hole euch nach Film ab. Viel Spaß, John. Der Arme hat wohl nie Feierabend. Ich hoffe nur, es ist nichts Schlimmes passiert. Willst du ihn zurückrufen? Nein, er hätte mir eine andere Nachricht geschickt, wenn er das gewollt hätte. Dann mach jetzt besser dein Handy aus. Denn wenn es während der Vorstellung bimmelt, erleben wir vielleicht wirklich blutige Nächte. Ja, genau. Oder blutigen Zuko. Die Schlange bewegte sich nur langsam. Mehr als 15 Minuten mussten Chao und Zuko warten, bis sie endlich vor einem der beiden Kassenhäuschen standen. Nabend. Nabend. 2-mal Loge, bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen natürlich. Tut mir leid, nebeneinander liegende Sitze sind nur noch in Reihe 3 und in Reihe 1 frei. Also gut, dann Reihe 3. Oh, sind gerade weggegangen. Wie gerade weggegangen? Die wurden eben an der anderen Kasse verkauft. Also bitte, dann Reihe 1. Reihe 1. Das macht 19 Pfund. 19 Pfund für Reihe 1? Na, Sie müssen die Karten ja nicht nehmen. Nein, nein, ist gut. Geben Sie her. Viel Vergnügen. Ja, bestimmt. Danke, mein Schatz. Bedank dich nicht zu früh. Wenn wir Pech haben, bekommen wir eine ordentliche Genickstarre. Wer sagt denn, dass wir die ganze Zeit nach oben sehen müssen, Süßer? Mmh.
Die beiden betraten den Kinosaal und gingen zur ersten Reihe. Das Kino zählte zu den größten in Europa. Umso mehr war Zuko überrascht, dass die Sitzreihen verhältnismäßig dicht beieinander standen und nicht nur größere Menschen Probleme mit ihrer Beinfreiheit hatten. Nun war Zuko schon fast froh, dass sie ganz vorne saßen. Kaum, dass sie Platz genommen hatten, wurde das Licht gedämpft und das Vorprogramm begann. Es gab jede Menge Werbung und schließlich den obligatorischen Vorfilm. Ah, mich hat's erwischt. Ich komme, Sekundo El Mundo. Hier hast du eine kleine Kostprobe. Du liebe Zeit. Aus welchem Archiv haben die das denn ausgebuddelt? Ach, wieso? Ich mag Streifen aus den 50ern. Sie hatten wenigstens noch Charme. Ja gut, aber der ist ja noch nicht einmal in Farbe und... Was ist? Sag mal, riechst du das auch oder bilde ich mir das nur ein? Ist schon etwas stickig hier. Das meine ich nicht. Spürst du nicht auch diesen süßlichen Beigeschmack in der Luft? Süßlich? Ja. Psst, der Film fängt an. Als das Logo des Verleihs, untermalt von einer pompösen Fanfare, auf der Leinwand erschien, wurde es völlig dunkel in dem Saal. Nun verstummte auch das letzte Flüstern. Nach wenigen Sekunden verschwand das Logo wieder und atemlose Stille kehrte in den Saal ein. Gebannt schauten alle nach vorne, warteten darauf, dass es endlich losging. Mit einem lauten Platzen explodierte ohne Vorwarnung ein riesiger Blutfleck auf der Leinwand, aus dem sich langsam und mit einem nassen Geräusch zwei Worte formten. Blutige Nächte. Na also, endlich beginnt die Show, was? Zuko blickte seine Freundin an, doch die reagierte nicht, starrte nur mit weit aufgerissenen Augen nach oben. Der Chinese dachte sich nichts weiter dabei und tat es ihr gleich, als er plötzlich einen leichten Schwindel spürte. Wieder fiel ihm der süßliche Geruch auf. Zuko runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er drehte sich um, sah in die Gesichter der Zuschauer. Einige von ihnen hatten die Finger um die Lehnen gekrallt. Mit offenem Mund saugten sie alle die Luft ein. Zuko wandte sich wieder nach vorne und hielt sich leicht beunruhigt ein Taschentuch vor den Mund. Und dann war der Vorspann vorbei. Die Handlung begann. Freitag, 21.34 Uhr, 38. Revier, Fansbury. Das ist der Mr. Sinclair, Ted Summers. Sie brauchen es gar nicht erst zu versuchen, Mister. Ich bleibe hier. Immer mit der Ruhe, Mr. Summers. Ich will Sie gar nicht von hier wegbringen. Nicht? Nein. Mein Name ist John Sinclair. Ich bin Oberinspektor bei Scotland Yard. Und was wollen Sie von mir? Ob Sie es glauben oder nicht, ich will Ihnen helfen. Sie also auch. Ich nehme an, meine Kollegen haben Ihnen die Geschichte mit dem schwarzen Skelett nicht geglaubt. Nicht geglaubt? Diese Ignoranten haben mich glatt von einem Nervenarzt untersuchen lassen. Ich musste beweisen, dass ich Bauklötze stapeln kann. Keine Sorge, ich will nur von Ihnen wissen, was passiert ist. Also gut, dann eben nochmal. Ja, bitte. Wir waren im Kino, Linda und ich. Linda? Linda May, meine Freundin. Wir saßen in der ersten Reihe und guckten einen Horrorfilm. Der Streifen war ziemlich schlimm. Ich meine nicht so schlimm, aber doch ganz schön schockierend. Und dann... Was? Da kam auf einmal Nebel aus der Leinwand. Ein grauer Riese ohne Gesicht tauchte auf und trat. Wie soll ich sagen, er trat aus dem Film und kam auf uns zu. Zuerst dachte ich, da hätte jemand eine neue 3D-Technik erfunden. Sie wissen schon, ohne Brille und so. Aber dann packte der Riese Linda und kehrte zurück in den Film. Ich saß da wie festgefroren, konnte mich nicht rühren. Und dann erschien dieses riesige, schwarze Skelett und nahm dem Riesen Linda ab. Und in dem Moment schrie ich. Ich schrie und schrie. Und das schwarze Skelett blickte mich plötzlich an und zeigte mit dem Finger auf mich. Warum ist er nicht betäubt, fragte es den Riesen. Und dann schwebte das Skelett auf mich zu, wollte mich mit seiner riesigen Sense töten. Ich sprang auf und rannte aus dem Kino immer weiter, bis ich vor Erschöpfung zusammenbrach. Und dann haben mich die beiden Polizisten gefunden. Haben die anderen Zuschauer nicht reagiert? Nein. Die starrten alle nur auf die Leinwand. Wie Zombies saßen sie da. In welchem Kino war das? Im Odeon, am Leicester Square.
In Ordnung, Mr. Summers, ich glaube Ihnen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich kenne das schwarze Skelett, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass Sie außer Gefahr sind. Sie glauben? Hören Sie, ich werde jetzt sofort zum Kino fahren und der Sache auf den Grund gehen. Wenn Sie hier bleiben wollen, tun Sie das. Ich werde Sie informieren, sobald der Fall abgeschlossen ist. Ja, bitte. Das wäre mir am liebsten. Also gut. Sergeant, sorgen Sie dafür, dass es Mr. Summers an nichts fehlt. Sie glauben den Quatsch doch wohl nicht etwa. Möchten Sie sich über meine Kompetenzen vielleicht mit Superintendent Powell unterhalten? Verzeihen Sie. Ich habe mich wohl im Ton vergriffen. Dann wäre das ja wohl geklärt. Guten Abend, Sergeant. Ja, guten Abend, Sir. Viel Glück, Mr. Sinclair. Danke. Ich werde es brauchen. Bereiten Sie sich auf die Hölle vor. Nein! Nein! Schau, ich habe langsam den Eindruck, dass hier irgendwo eine Gasleitung defekt ist. Jetzt sei doch mal still. Sukos Augen tränten. Der Geruch wurde immer intensiver, vernebelte seine Sinne. Er nahm seine Umwelt seltsam verzerrt wahr, wie durch einen Dunstschleier. Oder gab es den Dunst etwa wirklich? Er blinzelte. Ja, der Nebel schien aus der Leinwand zu kommen. Wieder sah er zur Schau, doch die interessierte sich nur für den Film. Mir wird das alles langsam zu unheimlich. Komm, lass uns nach draußen gehen. Nein! Aber spürst du denn nichts? Du sollst mich endlich in Ruhe lassen, verdammt! Schau, was ist denn nur los mit... Allmächtiger. Zuko glaubte, seinen Verstand zu verlieren. Ein Monster tauchte vor ihm auf, jedoch nicht im Film, sondern in der Realität. Ein gesichtsloser Riese stampfte aus der Leinwand in den Kinosaal. Er war völlig grau, ähnelte einer lebendig gewordenen Statue. Auf der Stirn des Ungeheuers formte sich ein gelb-rot leuchtendes Auge, das Shao fixierte. Die Chinesin stand auf, ging dem Monster mit einem erwartungsvollen Lächeln auf den Lippen entgegen. Ja, nimm mich mit dir! Nicht, Shao! Bleib stehen! Ich gehöre dir! Shao! Nein! Zuko sprang von seinem Sitz, doch seine Beine versagten den Dienst, knickten einfach ein. Er fiel vornüber, konnte sich gerade noch mit den Händen abstützen. Auf allen Vieren streckte er seinen Arm aus und versuchte, Shao am Kleid festzuhalten. Doch da reagierte das Monster und schlug zu. Zuko war, als hätte ihn eine Faust aus Beton getroffen. Ein ganzes Sternenfeld schien vor seinen Augen zu explodieren. Verschwommen sah er noch, wie Shao mit dem Riesen in der Leinwand verschwand. Dann versank die Welt um ihn herum in einem tiefschwarzen Loch. Hey, Sie sind zu spät. Der Film ist gleich vorbei. Polizei, hier mein Ausweis. Ich muss in die Vorstellung. Na, hören Sie mal. Sie können da nicht so einfach reinplatzen. Und ob ich das kann? Hey, bleiben Sie stehen. Das dürfen Sie nicht. Öffnen Sie die Tür. Ich habe keinen Schlüssel. Wo ist der Geschäftsführer? Wo ist der Geschäftsführer? Lassen Sie meinen Arm los, Sie Rüpel. Mein Mann ist... Was ist hier los? James, Gott sei Dank kommst du. Dieser Kerl da ist ein Bulle und will in den Saal. Sind Sie der Geschäftsführer? Ja, Potter, mein Name. James Potter. Oberinspektor John Sinclair von Scotland Yard, öffnen Sie diese Tür. Das geht nicht. Wieso nicht? Weil sie verschlossen ist. Sie wissen, dass das gegen alle Sicherheitsbestimmungen verstößt. Die Türen gehen nach der Vorstellung und im Notfall automatisch wieder auf. Dies ist ein Notfall. Aber der Film ist so gut wie vorbei, es kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln. Ich habe keine paar Minuten. Zum letzten Mal machen Sie die verdammte Tür auf. In diesem Moment schob sich die Tür von allein zur Seite und dem Oberinspektor fiel ein Stein vom Herzen, als er die ersten Gäste in völliger Ruhe aus dem Saal kommen sah. Doch die Erleichterung hielt nicht lange an, denn die Besucher benahmen sich eigenartig. Ihre Blicke waren starr und keiner von ihnen sprach ein Wort. Stumm gingen sie auf den Ausgang zu, als befänden sie sich in Trance. Ja, sie waren in Trance. Erst in der Nähe der Straße fingen sie wieder an zu reden. Was war hier passiert? Der Zuschauerstrom wurde dünner, aber der Geist der Jäger hatte weder Shao noch Zuko unter den Gästen entdecken können.
Wie Sie sehen, ist alles in Ordnung. Dürfte ich Sie jetzt bitten zu gehen? Wir wollen schließen. Hey, hey! Hallo, wo wollen Sie hin? Ich sehe mir den Zuschauerraum an. Aber da gibt es wirklich nichts Besonderes. John Sinclair betrat den Saal. Sofort fiel ihm der süßliche Geruch auf, der ihn entfernt an Lachgas erinnerte. Hastig schritt er auf die Leinwand zu, spähte dabei in die leeren Reihen. Zuko, schau, wo seid ihr? Schnell hatte er die erste Reihe erreicht, wandte sich nach links und ging weiter, parallel zur Leinwand. Nach 3 Schritten blieb er stehen. Einige Yards vor ihm lag ein Mann auf dem Boden. Es war Zuko. Zuko! Zuko, hey, alter Knabe, aufwachen. Komm schon, mach die Augen auf. Schau. Sie haben Schau. Sprich mit mir, los, werd wach. Ich habe Sie gewarnt. Aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Was soll das, Potter? Nehmen Sie das Gewehr weg. Es tut mir leid. Das kann ich nicht. Warum nicht? Wollen Sie mich etwa erschießen? Ja. Sie haben doch noch nie einen Menschen erschossen. Mag sein, aber ich werde Sie töten. Und Ihren Freund ebenfalls. Warum? Was haben wir getan? Schluss jetzt! Drehen Sie sich um! Oh, damit Sie mir in den Rücken schießen können, wie mutig. Glauben Sie mir, ich tue das nicht gerne, aber es muss sein. James Potter legte an und zielte auf den Hinterkopf des Oberinspektors. Einige Sekunden lang zögerte er. Seine Hände zitterten und kalter Schweiß perlte von seiner Stirn. Doch dann verhärteten sich seine Gesichtszüge und er drückte ab. Nein! Zuko hatte die Situation wie durch Watte gefiltert wahrgenommen und instinktiv reagiert. Der Tritt vor das Schienbein des Kinobesitzers war keine Sekunde zu früh gekommen. James Potter fiel rückwärts zu Boden, hielt das Gewehr jedoch umklammert und zielte vom Boden aus auf den Geisterjäger, der augenblicklich mit einem Hechtsprung hinter die Sitze sprang. Potter kam wieder auf die Beine, wollte auf Zuko anlegen, doch der hatte sich bereits unter der ersten Reihe hindurch in Sicherheit gerobbt. Plötzlich war es totenstill in dem Saal. Der Kinobesitzer stand allein vor Hunderten von leeren Sesseln. Nervös glitt sein Blick über die Rückenlehnen, das Gewehr schussbereit im Anschlag. Plötzlich eine Bewegung. Hören Sie auf, Potter, hier kommen Sie doch nicht mehr raus. Ich krieg dich, Sinclair! Verdammt, Mann, legen Sie die Waffe weg oder ich muss scharf schießen. Dann versuch's doch! Also gut, du hast es nicht anders gewollt. John, ich glaube, du hast ihn erwischt. Ja, du kannst rauskommen. Wie geht es dir? Bescheiden. Was ist mit dem Mann? Moment. Er lebt, aber er braucht dringend Hilfe. Ich rufe einen Krankenwagen. Okay, und dann erzählst du mir, was hier passiert ist. James! Oh Gott, James! Die Kassiererin hatte den Saal betreten und blickte völlig außer sich auf den blutverschmiert über dem hochgeklappten Sessel liegenden Mann. Sie rannte zu ihm, umarmte den Schwerverletzten. Nein! Bitte fassen Sie ihn nicht an, er... Mörder! Sie dreckiger Mörder! Ihr Mann ist nicht tot, aber er darf nicht bewegt werden. Hilfe ist schon unterwegs. Wenn er stirbt, töte ich Sie. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie töten werde. Ich bringe Sie um! Ich bringe Sie um! Es war eine surreale, geisterhafte Umgebung. Als Shao die Augen öffnete, wusste sie nicht, ob sie wach war oder einen schrecklichen Albtraum hatte. Ihr Kopf schmerzte. Stöhnend richtete sie sich auf und rieb ihre Schläfen. Wo um alles in der Welt war sie? Verwirrt schaute sich die Chinesin um. Sie befand sich in einer menschenleeren Sumpfgegend. Abgestorbene Baumstümpfe ragten aus dem weichen Boden und schwarz glänzende Tümpel hatten sich vereinzelt wie übergroße Ölflecke in den Tiefen der hügeligen Landschaft gesammelt. Shao blickte nach oben und sah in einen düsteren, bleifarbenen Himmel, der alles in ein tristes Grau tauchte. Sie verstand nicht, versuchte sich zu erinnern. Sie hatte mit Zuko im Kino gesessen und ihr Puls begann zu rasen. Der graue Riese. Die Leinwand. War sie entführt worden? Befand sie sich in einer anderen Welt? Zuko hatte oft von fremden Dimensionen berichtet, von Orten der Vernichtung und des absoluten Chaos.
sollte dies hier so ein Ort sein. Verängstigt stand Shao auf. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Niemand antwortete. Sie war allein. Tränen der Verzweiflung sammelten sich in ihren Augen. Was sollte sie nur tun? Würde Zuko sie suchen? Mit dem Handrücken wischte sich Shao über die Augenlider und begann ziellos umherzuirren. Zwischen den Ölpfützen hindurch, vorbei an Sträuchern mit seltsam rot leuchtenden Blüten, die als einzigen farblichen Trost in dieser vergessenen Welt darstellten. Shao griff nach der Pflanze. Oh, mal sehen, wie er riecht. Blitzschnell hatte die Blüte nach Shao geschnappt. Erschreckt zuckte die Chinesin zurück, blickte auf ihre linke Hand. Das Gewächs hatte sie nur gestreift, aber über ihre Finger zogen sich tiefe Schnittwunden. Entsetzt schaute Shao auf die Staude, die plötzlich ein schreckliches Eigenleben entwickelte. Die Blüten schnellten nach vorn, wollten Shao fassen. Die stolperte zurück und bemerkte nicht, wie sich mehrere Zweige schlangenartig um ihre Beine legten und mit einem Mal zupackten. Die Äste zogen unbarmherzig an Shao, zerrten sie zu den tödlichen Blüten. Sie versuchte, die Tentakel, die sich überall um ihren Körper schlängelten, zu zerreißen, aber sie waren wie aus Gummi. Hilfe! Shao schrie, rutschte immer weiter auf die fleischfressende Pflanze zu. Dann drückten die Zweige mit übermenschlicher Kraft gegen den Rücken der jungen Frau, hieften ihren Kopf dicht an einen der roten Kelche, der sich gierig auf ihr Gesicht stürzte. Der Kelch erstarrte nur wenige Zentimeter vor Shaos Kopf. Überrascht blickte sie nach unten und entdeckte zwei Kinderhände, die den Hauptstamm kurz über dem Wurzelwerk wie ein Streichholz in zwei gebrochen hatten. Die Pflanze starb ab, die Zweige erschlafften. Shao fiel zurück auf den Boden, atmete schwer. Sie konnte nicht glauben, dass sie vor einem schrecklichen Tod bewahrt worden war. Erschöpft drehte sie den Kopf nach links und sah neben sich die Beine eines kleinen, vielleicht 11-jährigen Mädchens. Danke. Ich danke dir. Warte, ich helfe dir aus dem Gestrüpp. Ja, danke. Ja. Sag mal, wie hast du das gemacht? Ich meine, das mit der Pflanze. Weiß nicht. Wie heißt du denn? Caroline. Caroline. Und wo wohnst du? In der Stadt. Stadt? Ja. Hinter den Hügeln. Soll ich dich hinbringen? Gleich. Sag mir erst, wo wir sind. Ach, dieses Land hat keinen richtigen Namen. Viele nennen es das Land der Verlorenen. Und warum heißt es so? Ich weiß nicht, Miss. Du kannst mich Shao nennen. Oh, fein. Sind deine Eltern auch in der Stadt? Nein. Leben deine Eltern noch? Ja. Und wo? In London. Wie bist du denn hier hingekommen? Der graue Riese hat mich geschickt. Er hat mir gesagt, dass mir hier nichts passieren wird. Der graue Riese ist hier? Ja, manchmal. Aber er ist mein Freund. Sind noch andere Menschen hier? Ja, sie sind alle in der Stadt. Komm, ich bringe dich zu ihnen. Ist es denn weit? Und der Weg ist nicht ganz ungefährlich. Wirklich? Ja, aber mach dir keine Sorgen. Ich bin ja bei dir. In diesem Moment wurde Shao klar, dass dieses kleine, unschuldige Mädchen tatsächlich ihr Beschützer in dieser feindlichen Umgebung war. Das Kind führte Shao einen Hügel hinauf, von dem aus sie eine fantastische Aussicht auf ein flaches, unwirkliches Tal hatten. Ein silbrig schimmernder Flusslauf zog sich durch die Ebene. In der Ferne entdeckte Shao etwas wie Türme, die unterschiedlich hoch in den Himmel ragten. Ist das da hinten die Stadt? Ja. Wer lebt denn dort? Die anderen. Die vor dir angekommen sind. Vor mir? Oh ja, du bist nicht die Erste. Und du hast sie alle in die Stadt gebracht? Mhm. Und dann? Das darf ich nicht sagen. Was darfst du nicht sagen? Du bist nett. Komm, wir machen einen Wettlauf. Moment, Caroline. Warte, ich kann nicht so schnell. Sie lief dem Mädchen hinterher. Die geheimnisvolle Andeutung der Kleinen hatte Shao bald vergessen. Und so rannte sie in das Tal auf die Stadt zu und damit ihrem Schicksal entgegen.
Freitag, 23.28 Uhr, University Hospital, Intensivstation. Doc. Ich habe die Kugeln aus seiner Schulter entfernt. Entweder sie sind ein verdammt guter Schütze oder der Mann hatte einen Schutzengel. Dann wird er durchkommen? Ich denke schon. Wir müssen mit ihm reden. Ausgeschlossen, er liegt im künstlichen Koma. Was ist mit Mrs. Potter? Sie sitzt in meinem Büro. Dürfen wir sie sehen? Ja. Bitte hier entlang. Mrs. Potter? Was macht dieser Kerl hier? Bitte, Mrs. Potter, Ihr Mann hat die Operation gut überstanden. Stimmt das? Ja. Wir denken, dass er es schafft. Oh Gott. Mrs. Potter, warum hat Ihr Mann auf uns geschossen? Das darf ich nicht sagen. Warum nicht? Es geht nicht. Bitte, reden Sie. Vor wem oder was haben Sie solche Angst? Wenn ich seinen Namen sage, sind mein Mann und meine Tochter verloren. Ihre Tochter? Warum nur wir? Was haben wir denn getan? Mrs. Potter, auch wenn es Ihnen schwerfällt, Sie müssen uns alles erzählen. Wir sind vielleicht die einzigen Personen, die Ihre Tochter retten können. Also gut. Wir hatten mal ein kleines Kino in Soho. Aber die großen Filmpaläste und DVDs haben uns in die Pleite getrieben. Irgendwann standen wir vor dem Ruin und mussten verkaufen. Wir hatten praktisch alles verloren. Doch dann kam Mr. Gray. Er bot uns an, das Odeon zu übernehmen. Stellen Sie sich vor, das Odeon! Wir glaubten schon, unsere Pechsträhne sei vorüber. Doch dann kam Mr. Gray mit sehr seltsamen Forderungen. Er wollte, dass wir nur noch einen Film zeigen. Blutige Nächte? Ja. Wir sahen den Streifen. Es war ein entsetzliches Machwerk. Aber wir willigten ein. Zwei Tage später kam Mr. Gray erneut und verlangte, dass wir während der Vorstellung ein bestimmtes Gas in den Kinosaal leiten und die Türen von außen verschließen sollten. Und darauf wollten Sie sich nicht einlassen? Nein. Mr. Gray ging und versprach, dass wir unsere Meinung schon bald ändern würden. Und am nächsten Tag kam Caroline nicht mehr vom Spielen zurück. Ihre Tochter? Ja, Mr. Gray sagte, wir bräuchten nur den Film zu sehen, wenn wir wissen wollten, wie es ihr geht. Den Film? Es war furchtbar. In dem Film tauchte nun unsere Caroline auf. Wir sahen, wie sie vor schrecklichen Monstern davonrannte. Mr. Gray sagte, wenn wir nicht alles täten, was er verlangte, würden die Monster sie kriegen. Was passierte während der Vorstellung? Es war uns verboten, im Saal zu bleiben. Aber James' Neugierde war zu groß. Einmal beobachtete er alles durch das kleine Guckfenster im Projektorraum. Er erzählte mir, dass ein Ungeheuer aus der Leinwand gestiegen wäre und eine Besucherin geholt hätte. Ich wollte das nicht glauben und sah am nächsten Abend selbst zu. James hatte nicht gelogen. Die Zuschauerin verschwand mit dem Monster in dem Film. Ich hab's mehrmals gesehen. Es passierte immer an derselben Stelle. Hat dieser Mr. Gray sonst noch etwas erzählt? Über seine Motive oder Ziele vielleicht? Ja, er sagte mehrmals, dass er für einen gewissen Mr. Belphegor arbeiten würde. Zuko und ich schauten uns überrascht an. Belphegor, der Dämon, der einst in Frankreich sein Unwesen trieb, den wir in einem mörderischen Kampf zurückschlagen konnten und der mir grausame Rache geschworen hatte. Ich hatte seinen Namen beinahe vergessen, da neue Gegner wie Myxin oder der Schwarze Tod aufgetaucht waren. Aber Belphegor war noch da. Wir hatten den Beweis. Hat er noch mehr über diesen Belphegor erzählt? Nein. Er sagte James nur noch, dass Sie auftauchen würden, Mr. Sinclair, und dass Sie getötet werden müssten, da sonst unsere Tochter, oh Gott! In was sind wir da nur hineingeraten? Ist ja gut, Mrs. Potter. Dieser Mr. Gray hat einen furchtbaren Druck auf Sie ausgeübt. Aber damit ist es jetzt vorbei. Ich verspreche Ihnen, dass wir alles tun werden, um Ihre Tochter zu retten. Aber wie? Glauben Sie mir, mit Wesen wie Mr. Gray oder dem Monster aus dem Film haben wir des Öfteren zu tun. Wirklich? Kennen Sie sich mit den Projektoren im Odeon aus? Aber sicher. Dann sollten wir so schnell wie möglich ins Kino fahren.
Ich denke, es ist Zeit für eine kleine Privatvorführung. Der Weg war lang und beschwerlich gewesen. Mehrere Stunden waren Shaw und Caroline durch die fremdartige Welt gewandert, viel länger als Shaw vermutet hätte. Doch dann hatten sie endlich die ersten Türme erreicht und liefen immer weiter. Es gab keine Häuser, keine Straßen, nur diese braunen, gewaltigen Türme, die ebenso verbrannt wirkten wie das ganze Land. So, Shaw, das ist die Stadt. Aha. Aber wo sind die Menschen? Willst du sie wirklich sehen? Ja, natürlich. Sie leben in diesen Türmen. Du meinst da drinnen? Ja. Shaw verspürte plötzlich eine unangenehme Nervosität. Wenn tatsächlich Menschen in dieser Stadt lebten, warum versteckten sie sich in den Türmen? Was wurde hier gespielt? Du kannst ruhig reingehen, wenn du willst. Warum kommen die Menschen nicht zu uns raus? Sie wollen nicht. Sie haben Angst vor den Monstern und ich kann sie nicht alle beschützen. Ich weiß nicht. Oh, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin direkt hinter dir. Shaw zögerte einen Moment. Dann ging sie langsam auf einen der schmalen, dunklen Eingänge zu. Wieder verharrte sie, blickte noch einmal zurück zu Caroline. Das Mädchen nickte, bedeutete der Chinesin, den Turm zu betreten. Vorsichtig schritt sie über die Schwelle, lief ein, zwei Meter in das Innere. Es war stockdunkel. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Wer ist da? Können Sie mich hören? Soll ich Licht machen? Ich habe ein Feuerzeug. Ja, mach das. Shaw gefror das Blut in den Adern. Sie sah sechs zwergenhafte Geschöpfe, die wie kleine Kinder umherliefen und ein einziges Bild des Schreckens abgaben. Ihre Haut war grässlich zerfurcht, lappte über die kleinen Arme und Beine. Die Gesichter waren mit Falten und Runzeln übersät. Stecknadelkopfgroße Augen rollten in den tiefliegenden Höhlen und grüner Speichel rann über die aufgesprungenen Lippen der unheimlichen Gestalten. Shaw wich unwillkürlich zurück. Die Zwerge rückten nach, streckten ihre hässlichen kleinen Ärmchen aus. Nimm deine Finger von mir! Lass mich in Ruhe! Nein, Shaw! Nicht nach draußen! Nicht nach draußen! Doch Shaw hörte nicht auf das Mädchen. Sie drehte sich um, torkelte vor den Eingang und atmete mehrmals tief ein und aus. Kaum, dass sich ihr Herzschlag etwas beruhigt hatte, hörte sie links neben sich ein Geräusch. Hastig wandte sie den Kopf und erstarrte. Aus der Deckung eines Turmes löste sich eine Gestalt, die mit mächtigen Schritten auf die junge Frau zukam. Es war der graue Riese. Sind Sie soweit? Ja, Mrs. Potter, starten Sie den Film. Zuko und ich waren auf das kleine Podest vor der ersten Reihe gesprungen und standen nun so dicht vor der Leinwand, dass unsere Körper Schatten auf den Stoff warfen. Auf diese kurze Distanz sahen wir das Bild nur noch unscharf. Es dauert noch ein paar Minuten. Das macht nichts. Ich warte lieber ein wenig hier oben, als dass ich aus welchen Gründen auch immer den richtigen Zeitpunkt verpasse. Ja, du hast recht. Der Film lief schon einige Minuten, als ich eine Veränderung auf der Leinwand wahrnahm. Unsere Schatten verloren an Kontrast, wurden durchlässig und verschwanden schließlich. Bereiten Sie sich auf die Hölle vor. Nein! Nein! Ist es das? Ja. Vom Zeitpunkt her müsste es jetzt gehen. Also gut, dann nichts wie rein mit uns. Ja. Ich wirbelte durch ein Meer von Lichtblitzen, fiel in eine endlose Tiefe und hatte den Eindruck, immer schneller zu werden. Nebelfetzen rasten an mir vorbei wie Geister. Plötzlich wurde mein Sturz gebremst.
Ein Gefühl der absoluten Schwerelosigkeit überkam mich und um mich herum wurde es dunkel. Ich sah nichts mehr, spürte nichts mehr. Ich hing mitten im Nirgendwo. Und dann riss mich ein gewaltiger Ruck aus der Finsternis. Na, gut gelandet? Bin ich noch vollständig? Alles noch dran. Eureka. Komm, ich helf dir auf. Ja. Weißt du schon, wo wir gelandet sind? Nein. Ich bin nur ein paar Sekunden vor dir angekommen. Aber die Gegend hier erinnert mich ein bisschen an eine Wüste. Ja. Guck mal nach oben, die Geier ziehen schon ihre Kreise. Das sind keine Geier. Dafür sind sie zu groß. Mhm. Vor den Viechern da oben sollten wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Du, schau mal. Siehst du die Türme da hinten? Was ist das? Eine Fabrik? Oder eine Stadt? Eine Stadt, ja. Und da vorne ist ein Fluss. Wo? Da. Nur ein paar Yards vor uns. Komm, das will ich mir genauer ansehen. Der Fluss fließt direkt an der Stadt vorbei. Dann müssen wir ihn irgendwie überqueren. Glaubst du, dass Schau da drüben ist? Ich denke schon. Wenn nicht da, wo sonst? Hey, was fließt denn da für ein Zeug im Fluss? Scheint eher eine Art Quecksilber zu sein. Möchte zu gern wissen, wie wir da rüberkommen sollen. Der Fluss ist verdammt breit. Wie wär's denn mit einem Bad? Da drin? Warum nicht? Was hast du vor? Ich mache den berühmten Zwei-Finger-Test. Und? Fühlt sich nass und kalt an, wie normales Wasser eben. Ah! Was ist? Verdammt auch! Das Zeug brennt wie Säure. Dann wollen wir das mit dem Bad doch wohl lieber lassen, was? Ja, und ich, Depp, hab mich mal wieder... Vorsicht, John! Der Vogel war beinahe lautlos auf mich zugestürzt und knapp an mir vorbeigefickt. Die Spannweite der Flügel musste mehrere Meter betragen. Schon jagte ein weiteres Ungeheuer heran. Gleichzeitig mit Zuko ließ ich mich fallen. Kurz über dem Boden endete der Sturzflug und der Vogel schoss wieder in die Höhe. Doch Zuko und ich hatten bereits unsere Waffen gezogen. Vorsicht! Es fällt genau in die Säure! Der Vogel lag nun mitten im Fluss, bildete eine kleine Insel, die langsam versank. Er löst sich auf! Dann komm, jetzt oder nicht! Ohne lange nachzudenken, rannten wir auf den Fluss zu, sprangen auf den toten Vogel und direkt weiter ans andere Ufer. Kurz darauf war der Vogel verschwunden. Zuko und ich blickten uns erstaunt an. Mann, John, so viel Mut hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Bei diesem Stunt hätte so einiges schiefgehen können. Hey, der zweite verzieht sich. Zum Glück, wir haben Besseres zu tun, als uns mit irgendwelchen Vögeln rumzuschlagen. Richtig. Komm, lass uns zu dieser Stadt gehen. Unser Ziel war weiter entfernt, als wir zunächst angenommen hatten. Offenbar besaß die Luft in dieser Welt eine höhere Dichte. Und so waren Distanzen für uns nur schwer einzuschätzen. Erst nach 3 Stunden Fußmarsch erreichten wir die Stadt. Die Türme wirkten jetzt längst nicht mehr so schlank wie aus der Entfernung, sondern breit und irgendwie klobig. Ich fühlte fast körperlich, dass von diesen Gebilden eine Gefahr ausging. Ich weiß nicht, John. Irgendetwas ist seltsam hier. Ja, in diesen Türmen kann sonst was hausen. Glaubst du, wir werden beobachtet? Keine Ahnung, aber mir gefällt das alles nicht. Siehst du den großen Turm da hinten? Ja. Scheint das Zentrum der Stadt zu sein. Vielleicht sollten wir uns den mal genauer ansehen. Was ist? Psst! Was denn? Hast du den Schrei nicht gehört? Nein. Aber da hat jemand geschrien, John. Ich hab's deutlich gehört. Wer seid ihr? Mann, hast du uns erschreckt! Bist du Caroline? Woher kennen Sie meinen Namen? Wir haben mit deiner Mutter gesprochen. Ist sie hier? Nein, aber sie hat uns geschickt, um dich zu holen. Dich und eine Freundin von uns. Meint ihr vielleicht Schau? Du kennst sie? Ja, natürlich. Sie ist sehr nett. Wo ist sie? Im Turm. In welchem? In welchem? Bist du böse auf mich? Entschuldige, Caroline. Weißt du, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich Angst um Schau habe. Wie heißt du? Mein Name ist Zuko und das ist John. Und jetzt hör zu. Du musst uns so schnell wie möglich zeigen, in welchem Turm Schau ist, damit wir alle hier wieder weggehen können. Es ist der Große da, in der Mitte der Stadt. Aber der Riese wird nicht zulassen, dass ihr sie holt. Der Riese? Ja, er braucht Schau. Wofür? Um sie in eine Zwergin zu verwandeln. Sie ist die Letzte. Der Film lief.
Betty Potter hatte den Projektorraum verlassen und sich in der letzten Reihe einen Platz gesucht. Lange hatte sie die Leinwand beobachtet und darauf gewartet, dass John und Zuko wieder aus dem Film kamen. Doch irgendwann fielen der Frau die Augen zu. Die letzten Stunden waren zu viel für sie gewesen. Und so bemerkte sie nicht, wie kleine Flammen aus der Leinwand züngelten und die Vorhänge in Brand steckten. Belphegor vernichtete seine Spuren. Wir rannten wie der Teufel, zogen im Lauf unsere Waffen. Ich hatte Schwierigkeiten, mit Zuko mitzuhalten, den die wahnsinnige Angst um Shao voranpeitschte. Wir konnten den Eingang des Hauptturmes schon sehen, als Zuko sich plötzlich zur Seite warf. Auseinander! Verdammt, daneben! John! Er kommt zurück! Lauf du zu Shao! Ich kümmere mich um den Vogel! Okay! Ich blickte wieder nach oben. Der Vogel war verschwunden. Hastig schaute ich mich um, doch das Tier war wie vom Erdboden verschluckt. Ich spannte jeden meiner Muskeln, bereitete mich darauf vor, schnell zur Seite zu hechten. Okay, jetzt bin ich dran. Selten in seinem Leben war Zuko so schnell gerannt. Innerhalb einer Minute hatte er den großen Hauptturm erreicht und wollte in das Innere stürzen. Doch eine Gestalt kam aus dem Turm und baute sich bedrohlich vor dem Eingang auf. Zuko erkannte das Wesen. Es war der Riese aus dem Film, auf dessen Stirn sich wieder das leuchtende Zyklopenauge bildete. Zuko hob seine Beretta und zielte auf das Monster. Wo ist sie? Das Monster gab keine Antwort. Es stand nur da und sah Zuko mit seinem unheimlichen Auge an. Ich will wissen, wo Shao ist! Ein giftgrüner Strahl fegte plötzlich aus dem Auge auf Zuko zu, der mit Ähnlichem gerechnet hatte und sich zur Seite rollte. Der Strahl verfehlte ihn und nun hatte Zuko freies Schussfeld. Die Kugel zerfetzte das Auge. Grün-gelber Schleim platzte aus der Stirn des Titanen, der rückwärts taumelte und gegen den Turm fiel. Der Riese riss ein meterhohes Loch in das Gebäude und blieb regungslos liegen. Zuko senkte seine Waffe und bewegte sich vorsichtig auf den Durchbruch zu. Doch was nun geschah, ging über sein Fassungsvermögen. Aus dem Turm schritten kleine, mumifiziert aussehende Zwerge. Er zählte 20. Es wurden immer mehr. Und angeführt wurden sie von... Zukos Augen weiteten sich. Er kannte das Gesicht der Kreatur. Es war... Shao? Shao, bist du das? Töten! Wir werden sie töten! Alle! Nein! Das... Shao! Zuko! Das ist nicht möglich! Das kann nicht sein! Zuko, komm! Wir müssen hier weg! Nein! Shao ist... Ich weiß, Zuko, ich weiß, aber wir müssen hier weg! Wir können sie doch nicht... Zuko, die Erde zittert! Die Stadt bricht bald zusammen! Zuko blickte apathisch auf die grässlichen Gestalten, die ohne uns zu beachten aus der Stadt liefen. Tränen rannen über seine Wangen. Ich packte ihn am Arm, zerrte ihn mit mir. Er torkelte, fing sich aber kurz darauf und rannte hinter mir her. Shao ließen wir zurück. Kurz darauf hatten wir den Stadtrand erreicht, wo Caroline immer noch auf uns wartete. Das Beben war inzwischen stärker geworden und mehrere Türme fielen schon in sich zusammen. Caroline, komm her, Kleines. Wir müssen jetzt ganz dicht beieinander bleiben. Wo ist Shao? Shao ist... Ich schaute nach oben. Aus der grauen Wolkendecke schälte sich nur für den Bruchteil einer Sekunde das zerfurchte, böse, grinsende Gesicht Belphegors. Und hinter ihm erschien der schwarze Totenschädel meines Erzfeindes. Plötzlich wurde das Beben stärker. Offensichtlich hatte diese Welt ihren Zweck erfüllt und zerstörte sich nun selbst. Wie sollen wir hier rauskommen? Ich weiß es nicht, Ich spürte plötzlich Hitze auf meiner Brust. Das Kreuz reagierte. Ja, natürlich, das Kreuz. Wir waren in einer Dimension, die von Belphegor geschaffen worden war, einem der Urdämonen. Und die Erzengel, die mein Kreuz geweiht hatten, bildeten den Gegenpol zu seiner Macht.
In letzter Verzweiflung riss ich mir das Kreuz vom Hals und wartete, bis auch Zuko und Caroline ihre Hände um das warme Metall gelegt hatten. Dann rief ich die Namen der vier Erzengel. Michael! Gabriel! Raphael! Uriel! John? Was ist los? Wo sind wir? John, das Kino. Ja, ich sehe es. Es steht in Flammen. Ist Caroline bei dir? Ja. Wir müssen hier raus. Wartet. Da hinten sitzt jemand. Das ist Mrs. Potter. Ich kümmere mich um sie. Nimm du die Kleine. Wir hatten Glück. Das Feuer hatte sich noch nicht überall im Kino ausgebreitet, sodass sich der Rauch hauptsächlich in der oberen Hälfte des großen Saales gesammelt hatte. Wir fanden den Ausgang hustend und mit stark geröteten Augen. Am nächsten Tag erfuhren wir, dass James Potter nicht länger in Lebensgefahr schwebte. Trotzdem war ich tief betrübt. Caroline litt unter Amnesie. Sie wurde in eine Spezialklinik eingewiesen. Darüber hinaus hatten wir Shaw verloren und Belphegor hatte sein Ziel erreicht. Und das Schlimmste an allem war, dass sich zwei der gefährlichsten Dämonen verbündet hatten. Keiner wusste, was sie planten. Aber ich ahnte, dass wir irgendwann wieder von ihnen hören würden. Und spätestens dann würden wir auch Shaw wiedersehen. Vor dieser Begegnung hatte ich jetzt schon Angst.